Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Diablo 3 in der zweiten Staffel. Wir befinden uns immer noch im Akt 2. Ja, viel hat sich nicht geändert, außer dass ich jetzt ein bisschen schneller, also ein bisschen mehr aufnehmen muss in kürzerer Zeit, weil ich sonst zeitlich das nicht mehr hinbekomme. Das hat auch der Grund, warum StarCraft heute zweimal kam und nicht einmal Samstag, einmal Sonntag. Aber ich glaube, das sollte nicht so wirklich das größte Problem sein. Ja, wir werden gleich weiterspielen. Vorweg nochmal, ich habe Angst, dass die Season bald vorbei ist. Und ich deswegen ein bisschen, ja, mal schauen muss. Es kann sein, dass während ich hier das Let's Play mache, die Season auf einmal aufhört. Ich hoffe natürlich, dass das nicht passiert, aber es könnte sein. So, ich muss zur Oase und da mich vorankämpfen. Das wird sehr... Ihr seid wirklich interessant. Nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Sagt, was ihr meint. Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Jo, mit der Zeit, ne? Schade, mit den ganzen Leuten kann man nicht reden, aber ich habe was vergessen in der Oase. Was ich immer vergesse. Das hier. Na, da gab es kein neues Buch. Schade. Dann reisen wir nochmal kurz zurück. Schadet ja alles nicht. Ich bin immer noch, oh Gott, jetzt habe ich das Wort vergessen. Also, ich bin immer noch zuversichtlich und ich feiere dieses Projekt immer noch. Aber ja, es werden sich bald auch einige Änderungen in diesem... auf dieses Projekt machen. Mein Meister Belial verlangt nach eurem Blut. Schnauze! Mein Gott. Also ja, es werden noch ein paar Änderungen in den Let's Plays kommen, weil so Tycoon, wie gesagt, nur so ein Übergangsprojekt war, was auch nicht ewig gehen sollte. Es kommt noch diese Woche. Ich kann dieses Tor für euch öffnen. Aber das werde ich auch nochmal bei so Tycoon nochmal erwähnen. Dass es halt nur noch diese Woche kommt. Und nächste Woche habe ich dann zuversichtlich ein neues Projekt. Aber wie geil das wird, weiß ich noch nicht, weil ich das Spiel schon lange habe, aber nie wirklich so gespielt habe. Und beim ersten Mal das Spiel mir auch nicht so gefallen hat. Aber mal schauen. Man muss ja auch mal Sachen zweite Chance geben. Und, Kaiser ja. Harkon? Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Belials Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um cooles Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Ja, schön, aber kurze Frage, woher weiß der Typ eigentlich, dass wir Sultan Kul dabei haben? Hm? Habt ihr Belial gefunden? Noch nicht, aber ich habe einige Hinweise. Es ist schwer. Ich habe viele Berater und andere, die mir Tag und Nacht nahe sind. Ich werde ihn finden. Wie könnt ihr vor uns erscheinen? Ich stehe unter strenger Beobachtung. Ich kann den Palast nicht verlassen. Ich habe ein Amulett vom Botschafter der Wistscherei gestohlen. Ich habe beobachtet, wie er es benutzt hat. Aber ich habe nicht viel Zeit. Ihr müsst den Stein finden. Überlasst Belial mir. Ihr habt doch gesehen, wie viele Wachen er da oben hatte. Wie hat er es nur geschafft, sich wegzuschleichen? Ja, gute Frage. Ne, das wüsste ich auch gerne. So, aber gehen wir jetzt mal weiter. Ein Kampf liegt hier in der Luft. Es ist Belial. So lange erlebt es ganz Kaldeum im Belagerungszustand. Stehen all diese Dämonen unter seinem Befehl? Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Ganz so wie wir Fußabdrücke. Und ihr denkt, er hatte recht? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Er war ein großer Mann. Ja, Deckard Bane wusste viel. Ah, es hat ihnen auch nichts gebracht. Aber uns hat es was gebracht, denn dadurch konnten wir das Böse bisher eindämmen.
Alter, wieder nur schlechte Items. Wo sind denn die guten? Tap, 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 tap. Wie kommt der hier eigentlich her? Ist ja nicht so, dass hier Takt auf eine Tür ist. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Hallo. Alle tot. Ob es auf der eine. Ach, Git, giftig. Ich möchte mehr Zeit, um die Bibliothek von Caldeum zu erkunden, wenn das hier vorbei ist. Ihr hört euch an wie Kane. Vielleicht. Aber es gibt doch bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und Asmodan. Etwas, was mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels zu verstehen. Ja, das könnte sein. Sich zu Wissen anzueignen, schadet ja eigentlich meistens nie. Außer man vergisst währenddessen, dass es auch noch was anderes gibt, außer nur Wissen. Und zwar die Anwendung des Wissens. Naja, wir kämpfen uns hier schon durch. Ey, neues Tage. Buch. Das hören wir uns auch gleich an. Als die Kreuzritter alles gelernt hatten, was sie lernen konnten, entsandte Arkan sie in die Welt. Sie sollten einen Weg finden, den Glauben der Zakarum von der Verderbnis zu reinigen, die sein Herz ergriffen hatte. Sie hatten kein klar umrissenes Ziel, und manche Geistliche meinten, dass ihre Mühe vergebens sei und ihr Auftrag nie erfüllt werden könne. Doch die Kreuzritter ließen sich nicht beirren. Ja, das ist doch was Schönes. Ja, nichts wirklich Gutes bisher. Ah, vielleicht finden wir nach dem Bosskampf noch was Schönes. Das wäre eigentlich ganz nice. Ich wundere mich eigentlich, ab wann kann man eigentlich Set-Gegenstände finden? Das ist auch so eine Frage, die mir in den Kopf geht. Ein Hebel wäre betätigt. Ja, der Hebel, der das Wasser stoppt. Der Tod kommt schnell hier unten. Wir müssen auf der Hut sein. Und jetzt müssen wir noch einen anderen Hebel, der das Tor aufmacht, öffnen. Benutzen. Ah, die ganze Würmer, ey. Widerlich. Aha. Aha. What? Damn it! Da hat's gerade geleckt. Was war das denn? Ich hoffe, das hat man jetzt nicht Das muss man in der Aufnahme gesehen haben. Dann töte ich dich halt so, mein Freund. Immer noch nicht genug? Feist. Ach, Armschiene. Was macht ihr denn? Himmels Vorruf fügt geblendeten, bewegungsunfähigen, betäubten Gegnern oder betäubten Gegnern 400 Schaden ungefähr mehr zu. Aber Himmelsfuron? Was ist das denn? Der Philosoph Cardus sagt, wenn ihr die Wahrheit über eine Stadt kennen möchtet, dann seht euch einfach den Zustand ihrer Straßen an. Demnach ist Caldeum prachtvoll und verkommen. Ja, und die Stadt wurde auf Geheimnissen erbaut. Ah, es ist eilig. Kurze Frage, was mache? Ah, es ist sowas. Interessant, werde ich mal nutzen. Wenn ich denn hier noch irgendwas habe, was die Leute ein bisschen blendet vielleicht? Ah, ich benötige ein Schild dafür. Oder bewegungsunfähig oder betäubte Gegner. Was ist... Das könnte interessant werden. Als Kombo. Aber gegen Bosse ist das auch nicht so krass. Das heißt, gegen Bosse werde ich das nochmal ändern.
Mhm. Boah, Aale. Gitte. Ja, nicht gerade nice. Also wie gesagt, Akt 2 wird nicht mehr lange so lange dauern. Aber es bringt halt immer noch Spaß. Ich liebe halt immer noch dieses Spiel. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Und ihr könnt mich gerne hier unterstützen, indem ihr einfach die Videos liked. Und oder teilt. Ja, das schadet auch nie. Und einfach diesen Kanal abonniert. Das würde diesem Kanal schon ausreichend helfen. Es würde mich auch sehr freuen. Aber müsst ihr natürlich nicht. Ist ja alles freiwillig. Ihr seid alle tot. Mal da ein Speer rein. Ob der jetzt so verdient ist. Das ist auch krass eigentlich. Erholung ein bisschen weniger. Schadet auch nie. Ernsthaft? Hier ist das. Ich bin einfach komplett falsch gerannt. Autsch. Das hat Zeit gekostet. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Einfach nur unlucky. Ja, verreckt da ruhig, ey. Heute ist nicht euer Tag. Leider droppen die nicht mehr so viel geiles Zeug. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nur mein Geduld. Gott. Ja, Mann. Verbrennt im Licht. Solche Gegner-One feiere ich übelst, ey. Einfach so durchballert. Das bringt Spaß. Habe ich jetzt irgendwas Wertvolles bekommen? Ein Item und ein bisschen Gold. Schwach. Die droppen ja gar nichts Gutes. Nein. Schnauze. Wir werden diese Bestien zerreißen. Ey, was war denn das? Wirklich auf euch abgesehen haben. Ja, das war gar nicht mal so schlecht, die Kombo. Ja, Belial hat es wirklich auf uns abgesehen. Wir sind hier aber auch krass. Muss man einfach sagen, so. Schön immer mit dem Schwer rein. Na, zack. Stich. Wenn wir jetzt wieder in die falsche Richtung gehen und der Eingang hier ist, ne, dann bin ich aber wütend. Ja, wunderbar, hier geht's doch weiter. Dann gehen wir hier auch gleich weiter. Oh, upsala. Aha, und die nächste. Der nächste Hebel. Dieser Durchgang sollte zu den trostlosen Sanden führen. Ah, war's das schon? Ach, keine neuen Gespräche. Schade. Eine Geheimtür hinter einem Wasserfall versteckt. Wie fantasievoll. Würdet ihr es besser hinbekommen? Das werdet ihr schon sehen, wenn wir meine Archive erreichen. Ach, das war's schon. Aber ja, hat recht. Ist nicht gerade das Kreativste. Überfluteter Durchgang. Gehen wir doch mal durch. Hallo. Irgendjemand da draußen noch am Leben? Nee, da ist keiner. Kein einziger. Ich wäre so gerne, wenn man vorbeirennt. Es wäre gar nicht so schlimm, wenn ich mich umdrehen könnte. Ah, ihr da draußen. Seid ihr noch am Leben? Oder sind es die Monster? Sagt ja, wenn ihr es seid. Nein. Oder klatscht einfach. Hallo. Vielen Dank für die Befreiung. Es wurde langsam ein wenig langweilig da drin. Ich suche einen magischen Schmelztiegel, der einer Legende nach in diesen Aquädukten versteckt wurde. Er wäre eine wertvolle Ergänzung meiner Juwelierswerkzeuge.
Helft mir, ihn zu finden. Und ich werde tief in eurer Schuld stehen. Jo, die Frage ist, was das so bringt, ne? Von mir. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin der habgierige Shen. Und wonach geht es euch, Shen? Oh, dies und das. Das werdet ihr schon noch merken. Ach ja, das werden wir schon merken. Gibt's hier neue Gespräche? Nee, darf ich alle nicht reden? Nirgendwo? Ah, schade. Diese Gespräche sind immer ganz nice. Aber ja, gehen wir mal weiter. Dies mit dem habgierigen Shen und so. Ich mag Edelsteine sehr sogar. Ja, ich habe auch nichts gegen Edelsteine per se, besonders nicht in Diablo 3. Da geben die ja schöne Boni. Aber ja, gehen wir mal weiter. Ich kann mir nicht erklären, warum mein junger Partner mir eins über den Schädel gezogen und mich hier drin eingeschlossen hat. Ohne einen sachkundigen Führer ist dieser Ort recht gefährlich. Und seid ihr ein solcher? Ja, das bin ich. Früher lebte ich hier unten, lange ist es her. Aber über diese Zeit rede ich nicht. Hat er das doch gerade, oder nicht? Oh Mann, jetzt gehen wir hier schon wieder weiter. Hört auf, alle Gegner mal zu triggern. Ich will doch nur gucken, was ich gerade gelootet habe. Da waren, glaube ich, ein paar nette Items bei. Was für ein faszinierender Ort. Schaut euch nur all diese wunderbare Architektur an. Man könnte die ganze Welt bereisen und nichts Vergleichbares finden. Bis auf diesen Teil. So etwas habe ich schon einmal woanders gesehen. Das ist auch geil. Das ist auf jeden Fall auch ganz schön nice. Tapferkeit, Gebote. Aha. Ich frage mich, wohin mein junger Reiseführer verschwunden ist. Gavin war sein Name, glaube ich. Ja, das war er. Netter junger Mann. Er muss auch noch irgendwo hier sein. Oder vielleicht hat er sich verlaufen? Wir haben uns doch nicht verlaufen, oder? Oh, das kann ich nicht beantworten. Also wir haben uns natürlich nicht verlaufen. Ja, aber ja, cool. Auf magische Weise eine Karte. Das ist auf jeden Fall solide. Aber so verwirrend sieht das hier gar nicht aus, wenn man nur einen Weg hat. Aber ist trotzdem nice. Wisst ihr, eigentlich war es ganz interessant, in einem Fass eingesperrt zu sein. Ich hatte eine Menge Zeit, in Ruhe nachzudenken. Aber ein bisschen unbequem war es schon. Ja, ne, man soll immer das Beste aus jeder Situation machen. Jeden noch seine. Alter, ich bekomme hier auch nur Mist als Item. Hat denn keiner was Vernünftiges dabei? Von den 2000 Gegnern, die ich alle umbringe. Ein wunderbarer Mensch, der junge Gavin. So bereit will ich einem alten Mann die Wüste zu zeigen. Und seine Gesellschaft hat mich nur einen kleinen Beutel Gold pro Tag gekostet. Er hat sich kaum je beschwert. Immer ein Lächeln auf den Lippen. Jo, im Endeffekt hat er dich verraten. Solide. Der Schmelztiegel. Er gehört mir. Seid vorsichtig, Gavin. Er könnte verflucht sein. Oh. Der Schmelztiegel sollte nun sicher sein. Hebt ihn auf. Hebt ihn auf. Jo, ne. Das ist sehr solide. Alle tot. Einhand. Aber ansonsten netter durch, ne? Aber leider wieder nichts ganz so Gutes. Aber den Schmelztiegel könnte ich jetzt aufnehmen. Das ist solide. Ah, junger Mann. Wenn ich gewusst hätte, dass der Schmelztiegel mit einem Fluch versehen war, hätte ich ihn nie mitgenommen. Wenn ihr mich in Caldeum besuchen kommt, kann ich euch zeigen, wie man mit dem... Ich bin kurz davor zu... Ey, red doch zu Ende. Edelsteine miteinander kombinieren kann. Geht ihr schon einmal vor. Ich werde zurück in die Stadt gehen. Ja, ich auch. Zauber lernen, mit dem wir Kults Körper wieder zusammenfügen können. Ich muss auch zurück.
Ah, sieh an, wer da ist. Der Jumenschmied Shen. Reden. Welchen Dienste bietet ihr an? Ihr werdet feststellen, dass Edelsteine, die ihr findet, eure bereits beachtlichen Fertigkeiten verbessern können. Ich kann Edelsteine gleicher Art kombinieren, um sie zu verstärken. Zurzeit habe ich nur einige simple Schmuckstücke für euch im Angebot. Wenn ihr mir aber Materialien bringt, werde ich euch später aufregende und exotische neue Entwürfe bieten können. Aber es muss sich nicht alles aufs Geschäft beschränken, nicht wahr? Kommt jederzeit auf einen Plausch vorbei, meine Liebe. Alles klar, dann reden wir mal weiter. Nee, erzählt mir von euch. Ah, ein ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Und was ist daran so interessant? Naja, jeder ist doch an Juwelen interessiert. Die Leute lieben sie. Sie sind nützlich, aber ich liebe sie nicht. Ich meinte, dass kultivierte Leute sie lieben. Autsch. Ein besonderes Juwel. Ich wusste doch, dass ihr mich an aufregende und mysteriöse Orte führen würdet. Wir könnten praktisch jederzeit das Juwel finden, das ich suche. Seid ihr schon lange auf der Suche nach diesem Juwel? Oh, schon sehr, sehr lange. Aber davon ewig lang etwas zu suchen, könnt ihr ja ein Lied singen, nicht wahr? Ja, das Suchen definiert uns, nicht das Finden. Na ja, das Finden ist auch ganz schön. Ja, da hat er auch recht. Das ist, wenn man etwas sucht und es dann irgendwann findet, ist es auch nice. Zei der Schelm. Gerade ist etwas ganz Seltsames passiert. Ein junger Mann hat mich beschuldigt, der Gott der Diebe von Hiansai zu sein, als greiser Juwelier verkleidet. Ich kann verstehen, dass er verwirrt war. Ich sehe ja auch so gut aus wie ein Gott. Ich habe mich dann mit einem Ratschlag von ihm verabschiedet. Ihr habt den Burschen nicht gemaßregelt? Wer bin ich, dass ich die Träume der Jugend zerstören sollte? Ja, in der Tat. Wer seid ihr? Nun... Die Einwohner von Hiansai verehren 59 Götter. Ach so. Aber wenigen wird so viel Ehrfurcht zuteil wie Sai, dem verstoßenen göttlichen Schelm, der als einfacher Händler verkleidet durch Sanctuario reist. Die Geschichten seiner Heldentaten reichen von brillanten Diebstählen und Streichen bis zu schlüpfrigeren Abenteuern, von denen ich an dieser Stelle besser keine wiedergebe. Alles klar. So, dann reden wir mal weiter. Das ist ja ganz nice. Sultan Kull. Ich glaube, Sultan Kull einmal getroffen zu haben. Er hat auf mich einen recht ordentlichen Eindruck gemacht. Für einen Magier zumindest. Also ist er wahnsinnig. Ach, ihr wisst, wie sie sein können. Das ständige Händefuchteln und die andauernde Murmelei. Sie können ein wenig seltsam sein. Ach ja, sie können ein bisschen seltsam sein, ne? So ist ja nichts dabei. Legenden und Mythen. Was hat's damit denn auf sich? Ihr seht mich auf sehr seltsame Art an. Sagt schon, Juwelenhändler. Seid ihr ein Gott? Nun, was bedeutet schon Gott? Ihr weicht der Frage aus. Ich soll der Frage ausweichen? Wie kommt ihr denn darauf? Weil ihr jede Frage mit einer anderen Frage beantwortet. Ist das so? Ach, keine Antwort drauf bekommen. Schade. Egal, dann gehen wir mal hier ran und verbessern das auch ein bisschen. So, also ein bisschen Kleingeld, was ich so gefunden habe auf der Reise. So Stufe 4 schon. Und guckt euch das denn an, dann hat man sehr viele schöne Sachen. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Auch gleich mal da rein. Och, jo, ne, dann kann man hier ein bisschen was, ne? Ich finde es schade, dass das immer noch nicht automatisch geht. Dazu muss ich, glaube ich, die Schmiede auf Max haben, aber das kann ich mir auch nicht leisten. Ist ein bisschen teuer. So, gibt es hier sonst irgendwas Neues? Keine neuen Gespräche? Nee, schade. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Ah, nevermind, ey. Dann werden wir jetzt diese Folge hier beenden. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder oder bei einem meiner anderen Projekte. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.